Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1v1 Ranked Game, habe mich für Ork entschieden. Mein Gegner spielt Night Elf und das Ganze auf der Map Verborgener Hügel. Ja, es handelt sich hierbei um mein letztes Quali-Game. 2 gewonnen, 2 verloren und somit will ich das auf jeden Fall mit einem Sieg abschließen. Duelland ist natürlich wieder das Ziel. Alles klar. Und ja, ich denke mal, das sollte mir auch gelingen. So, noch ein Peon in die Mine. Und in dieser Runde werde ich wohl mal ein bisschen aggressiver spielen. In der letzten Runde einfach viel zu passiv. Und ja, mal sehen, ob das besser klappt. Bereit zur Arbeit. Ja. Gut, nächsten Peons ins Holz. Arbeit abgeschlossen. Und ich spiele heute auf jeden Fall noch mal den Fazbear. Die Tage auch wirklich mal den Blader. Ist versprochen bereit jetzt. Aber gerade in dem letzten Quali-Game, weil das will ich unbedingt noch gewinnen. Bei 2 Siegen und 2 Niederlagen. Ich denke, wenn ich es gewinne, müsste ich Duelland packen, aber wenn ich es verliere, sieht das wohl ein bisschen eng aus. Bereit zur Arbeit. Deswegen jetzt absolut tryhard. Ja. Mal sehen, was bei rumkommt. Alles klar. Bereit zur Arbeit. Nehmen wir hier erstmal einen kleinen grünen Creep. Direkt rüber gehen versus Night Elf bin ich nicht so der Freund von. Wenn es zum Beispiel der Demon Hunter ist, der burnt mich dann einfach leer. Deswegen auf jeden Fall schon mal Richtung Stufe 2 gehen. Und ich da vielleicht auch gegebenenfalls mit dem Kettenblitz so ein paar Archer Last hitten kann. Aber erstmal gucken, kann natürlich auch passieren, dass der Gegner gleich hier drüben ist. Schauen, wie sich das ganze Game so entwickelt. Jetzt habe ich ganz schön was mit dem Fazbear schon getankt. Aber dafür überleben die Wölfe, also der Krieg kein Problem. Arbeit abgeschlossen. Benötigt jemanden Rat. Und ich werde auf jeden Fall einige Grunts produzieren. Es ist so, komm, geh noch runter. Ab in den Tech. Gucken, dass der Gegner nicht zu früh expandiert. Ihr seht, ich habe meinen Shop diesmal schön weit nach hinten gebaut. Hat den Vorteil, dass er halt nicht so leicht zerstört werden kann. Nachteil dabei ist natürlich, ja, dass ich immer in meine Base reinlaufen muss, wenn ich mir was kaufen will. Ah, da haben wir einen Demon Hunter. Also der hat wahrscheinlich erst den anderen Creep gemacht mit dem Urton des Krieges. So, hat aber nur einen Archer bis jetzt dabei. Ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass er garantiert mit dem Urton gekriegt hat. Ich halte mich ein bisschen vom Demon Hunter fern, dass der mich nicht burnen kann. Jetzt hat er mich einmal erwischt. Augen sind offen. Da gibt es Schlimmeres. So, jetzt versuche ich den Creep zu beenden. Micron und komm, erster Archer. Haben wir. Ah, und der geht weiter auf Huntress. Okay. Das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen. Dass ich auf Wyvern vielleicht gehen kann. So, entweder Wyvern oder Headhunter. Auf jeden Fall Piercing Damage gegen die Huntress. Dazu Second Hero würde ich immer empfehlen, Shadowhunter. Das kann ich. Mit den Schlangentotems. Extrem gut gegen Huntress. Sehen heißt glauben.
benötigt ihr meinen Rat. Na gut, die Items, die ich bisher gefunden habe, hier verstehe. Eigentlich eher Crap für ein Phasier. Hä? Zuck, zuck. Sehen heißt glauben. Und auch für den Shadowhunter. Also normal könnte ich die dann später auf jeden Fall auch verkaufen. Muss was getan werden. Moment. Ja. Das kann ich. Wie sagt man so schön, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach? Verstehe. Somit behalte ich die Items Arbeit erstmal. Abgeschlossen. Ja. Und, ja, ich gehe mal wieder brutal auf Weibern. Meine Augen sind offen. Kann klappen. Er darf es halt nur nicht zu früh merken, Meister, wenn er dann benötigt Massimo spielt. Abgeschlossen. Sonst sieht man ja eigentlich eher selten. Und wie könnte ich das nächste Mal spielen, wenn ich Nightwolf das nächste Mal spiele gegen Ork, spiele ich mal wieder Mastelons. Okay. Oh, ein paar Claws. Nice. Natürlich. Und ich skill die Wölfe auf abgeschlossen. So, bisher klappt alles ganz gut. Upgrade für die Grunts nehme ich auch mit. Sind offen. Oh, guckt Arbeit auf die Minimap. Ich renne gerade direkt an ihm vorbei. Hm? Schnell weiter rennen. Er ist da am Shop creepen. Arbeit. Ich kann hier nicht bauen. Das Schicksal wartet. So. Vorsicht. Möchte sehen, was ich schnell runter. Er ist hinter mir. Es ist sicher. Los, los, los. Vorsicht. Alles ist gut. Er folgt mir jetzt natürlich bis unten hin. Natürlich. Es ist sicher. So versteckt. Oh ja, spielt wirklich Mass Huntress. Ist auch ganz schön zugebaut. Oh, und als Second Hero, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Dark Ranger. Benötigt ihr meinen Rat? Also er setzt hier auf die ganzen Skelette und so. Nächstes Opfer. Und auch dafür sind Wyvern natürlich toll, weil er aus Wyvern halt keine Skelette rufen kann. Also es sieht gar nicht so dumm aus. Meine Taktik könnte aufgehen. Ich hoffe, dass meine Echse lange genug durchhält da drüben, also dass sie durchkommt. Seht euch vor. Das ist immer so eine gefährliche Angelegenheit, zu expandieren, bevor man so einen richtigen Vorteil rausgearbeitet hat. Aber die erste Survivor ist jetzt auch da. Benutzt meine Macht. Benötigt ihr meinen Rat? Sehen heißt Glauben. Rein zum Höhenflug, Meister. Mal das Goblin-Labor freimachen. Muss was getan werden. Wir brauchen mehr Gold. Aber gern. Was ihr wollen. Das kann ich. Brauche ich hier drüben gleich noch ein Borrow. Das Schicksal. Sehr schön. Sehen heißt Glauben. Meine Augen sind offen. Und Level 2 für den Shadowhunter. Benötigt ihr meinen Rat? Wen töte ich zuerst? Ja? Ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Goblin-Schredder hole. Aber ich setze das Gold lieber erst nochmal für ein Burrow ein. Vorsicht! Arbeit abgeschlossen! Angriff! Jawohl, und die Mine läuft. Wir werden nicht angegriffen! Brillant des Wissens. Führt meine Klinge. Meine Augen sind offen. So, ja, gehen wir erstmal hier einen Shop freimachen.
Also auf meinem Kuchen läuft es jetzt ganz gut. Jetzt kann ich die Artikel verkaufen, die ich mal schon gesagt habe. Noch eine Rolle der Heilung. Immer gut. Zauberstab der Illusion. Machen wir gleich mal eine Illu und schicken die runter in seine Main Base. Wir brauchen mehr so. Glauben. Sprecht, Häuptling. Vier Weibern. Jetzt läuft's. Oh. Meine Echse. Okay. Doch, da können wir auch voll reingehen, glaube ich. Viele Huntress. Muss ich als erstes die Bären nach Möglichkeit killen. Verdammt gut aus. Jupp, Dark Ranger fällt auf. Nur noch der Demon Hunter da, ja, und da geht er auch raus. Also, klarer Sieg diese Runde. Dem Gegner eigentlich keine Chance gelassen. Und Durland. Also, Ziel erreicht. 5182 MMR, damit können wir gut leben. Ein sehr schöner Anfang und ich hoffe, euch hat das Game gefallen und wenn ja, würde ich mich für immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.